mit Sebastian, so Beziehungsdinger, und einmal Hauselfen, komm mal, sprich mit Deke. Oh, komm. Das machen wir. Ach so, kann ich mal ein paar Tiere rauslassen hier, ne? Artenobergrenze erreicht. Ich muss Knuddelmus verkaufen. Moment. So. Aber irgendeiner fehlt doch noch, ne? 1, 2, 3, da hinten ist er wieder. Okay. So, Deke, wo hast du dich denn versteckt? Ach, da vorne. Ich würde gern mit Ihnen sprechen, wenn Sie kurz Zeit hätten. Ja, geht gleich los. Dick, wo bist du? Da hinten. Ich würde gern mit Ihnen sprechen, wenn Sie kurz Zeit hätten. Na, hau raus.
Hallo, Deke. Professor Weasley sagte, du wolltest mir mehr über den Webstuhl erzählen. Hallo. Ja, Deke hat sich etwas überlegt. Er... What the? Was ist denn das? Was ist das für ein Teil? Offenbar denkt der Raum, sie brauchen mehr Platz für Tierwesen. Wie Dick sagte, er hatte eine Idee. Dick weiß, wie sie die Kleidung testen können, die sie im verzauberten Webstuhl verbessert haben. Und vielleicht könnten sie dabei einem alten Freund helfen. Wie meinst du das? Ein Hauself namens Tops sammelt für seinen Meister in einer Höhle bei Hogwarts Blutegelsaft. Mhm. Tops Meister lässt ihn nicht aus der Höhle. Und Deke weiß, dass es dort von Spinnen nur so wimmelt. Das klingt ja furchtbar. Ja, und Deke hat schon länger nichts von seinem Freund gehört. Okay. Die Kleidung aus dem Webstuhl hat vielleicht nützliche Verzauberungen. Deke dachte, sie könnten sie testen und nach Tops sehen. Ich verstehe. Überlass das mir, Deke. Ich finde Tops für dich. Oh, danke. Bitte sagen Sie, Deke, was Sie über Deeks alten Freund erfahren. Mhm. Lass mal kurz mal hier reinluschern. Krass. Okay. Und was haben wir noch alles hier? Ein Zuchtgehege kann ich noch kaufen. Bei welchen Schriften? Für die Paarung. Ja, dann. Die hat hier noch nie so viele Pflanzen gesehen.
Bobs Höhle sollte nicht sehr weit von mir sein. Deke hat den Ort auf ihrer Karte markiert. Mhm. So, auf der Karte ist es markiert, alles klar. Bildkarte. Oh, da haben wir natürlich. Na wohl. Upper Hawksfield. Ihr Handbuch ist ja wirklich praktisch. Ich freue mich, darin vorzukommen. Ja. Freut mich, dass es dich freut. Rebellion. So. Also, den sowieso. Der ist auch ganz geil. Ja. Finde die Höhle. Privilegium. Das muss die Höhle von Tops sein. Ins Hemd. Ins Hemd. Dann gehen wir da mal rein. Aber nur weil es dick ist. Nur weil es dick ist. Revelio. Achso. Ins Hemd. Tops, du hast deine Quote um 3 Fiolen verfehlt. Weißt du, was das bedeutet? Es bedeutet, dass meine tollen Kunden ihre Flasche von Zines Schrumpflösung nicht erhalten. Wegen deines dummen Fehlers bekommst du eine Woche lang kein Essen. Außerdem erwarte ich von dir, dass du dich entsprechend bestrafst. Wenn ich die nächste Lieferung abhole, sehe ich am besten blutige Verbände, statt deines üblichen idiotischen Grinsens. Wenn du deine nächste Quote plus 5 zusätzliche Fiolen nicht erfüllst, verlierst du mehr als nur deine Essensprivilegien. Tops Meister ist furchtbar. Ja. Ich wollte gerade sagen, was für ein Tops. Arsch. Tops? Deke schickt mich. Bist du hier drin? Ins Hemd. Oh, so sind es Gegenstände. Oh. Ach hier. So, bist du bescheuert, ne? Ins Hemd. Nee, von da kam ich, alles klar. Rivelio. Oh, Hawkrumsaft. Rebellion.
Triceratops war offenbar schon vor einiger Zeit hier. Er muss tiefer in die Höhle gegangen sein. Ins Hemd! Dass du eine Riesenspinne bist. Ich habe echt nicht viel Ausrüstungsgegenstände, muss man ganz klar so sagen hier. Ich werde den Rätsel machen. Fällt keine dran vorbei. Revelio. Ins Hemd. So, Tops, wo steckst du? Einmal kleine Topsy. Einmal Schlitten fahren hier. Flupp. Revelio. So, wenn der Meister nach Tops sucht, hat Tops alle Blutegel hier verspeist und musste tief in die Höhle gehen. Tops hofft, dass der Meister auf seine Rückkehr wartet. Es ist viel zu gefährlich für den Meister, ihm zu folgen. Und Vorsicht vor den Spinnen. Das Tops. Ja nicht gerade ermutigt. Ach, Mensch, Topsi. Was machst du denn, Scheiß? Ins Hemd. Was sollen die machen hier? Revelio. Deke macht sich Sorgen. Und wir auch. Ins Hemd. Können wir die schneller kriegen? Nee, ne? So, vor allem noch Tops. Ah, ist ja ganz toll. Mhm. Okay.
Was ist hier verkehrt hier, Alter? Ist hier jetzt mal Schluss? Was für ein Stress, ey. Von da kam ich wahrscheinlich, ne? Ich weiß es nicht mehr. Oh mein Gott, Orientierung sind jetzt auch hier so bescheiden. Stimmt hier lang. Hoffe ich doch. Nur Ausrüstungsgegenstände, ja. Was soll ich denn noch wegschmeißen hier? Also ein Witz. So. Ins Hände. Rebellion. Oh Gott, schon. Oh Gott, ey. Oh nein. Ich habe das Gefühl, dieser Hauself ist Tops. Wenn der Meister die Leiche von Tops findet, war die große Spinne zu stark. Tops hat den Meister enttäuscht und hat diese Strafe verdient. Tops fühlt sich schwach, schläfrig. Tops muss... Armer nein. Tops. Nein, das ist nicht dein Ernst. Das ist nicht dein Ernst. Ach, Scheiße. Ach, Mann. War überhaupt nicht cool, ey.
Erzähle Dick von seinem Freund. Mag man ja gar nicht erzählen. Ach Mensch. Oh, Topsy, ja. Der Altar kommt mir bekannt vor. Ich bin wohl wieder am Höhleneingang. Na, ist doch ganz cool. Ja. Verbotener Wald. So, erzähl Dick von seinem Freund, ja. Nicht so cool, ne? Ups. Ach, Dick. Ne? Hm. Tja. Ich bin zurück aus der Höhle, Dick. Wunderbar. Dick hofft, Sie haben Tops von Dick gegrüßt. Es tut mir wirklich leid, Dick. Aber Tops ist tot. Er scheint den Spinnen letztendlich zum Opfer gefallen zu sein. Oh nein. Das hat Dick befürchtet. So lange allein in der Höhle. Armer Tops. Ja. Dick und Tops hatten einst denselben Herrn. Als er starb, wurden wir getrennt. Dick wollte immer, dass Tops auch nach Hogwarts kommt. Dick ist froh, so netten Hexen und Zauberern wie ihnen dienen zu dürfen. Dick wird seinen Freund vermissen und mit schwerem Herzen auf ihn anstoßen. Das glauben wir dem. Ach Mensch. Es tut mir wirklich leid um deinen Freund, Dick. Danke, Sie sind sehr freundlich. Dick braucht etwas Zeit zum Nachdenken, wenn das in Ordnung ist. Na klar, nimm dir alle Zeit, die du brauchst. Auftrag abgeschlossen, Hauselfen, komm mal. Talentpunkt. Bardo. So. Sammlung. So, neue Spinnenart, ne? Dann haben wir hier die Acromantula und einmal die Kreuzspinnenlauerer. Wir haben noch ganz schön viele Gegnertypen, die uns fehlen. Ja, hätte ich jetzt nicht gedacht. Krass. So, Krötenwarzen. Und Notizen fehlen uns nicht mehr viel.